Was ist denn eine gute Sache? Was heißt denn sich gemein machen? Was gar nicht geht, ist sozusagen drumherum zu reden und das einmal gegebene Versprechen zum Beispiel anders zu interpretieren. Das finde ich dann billig. Und ich finde auch, also das, was man jetzt heutzutage in der Like-Gesellschaft immer so abverlangt bekommt, ganz schnell eine Meinung zu etwas zu haben, das finde ich aufdringlich. Willkommen zum 6. Fernsehsalon der Deutschen Kinemathek. Heute reden wir über Politik und über, vor allem über Politik im Fernsehen. Und unser heutiger Gast bewegt sich in diesem Metier schon seit den 1990er Jahren. Das ist jetzt gemein. Finde ich nicht, finde ich sehr beeindruckend. Und das Medienmagazin DWDL hat sie genannt die öffentlich-rechtliche Interviewinstanz. Oh. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend hier zu sein. Sandra Maischberger, ich freue mich sehr. Sehr gerne. Natalia, vielen Dank. Danke für die Einladung. Heute ist Donnerstag und inzwischen seit Frühjahr 2022 machst du zwei Sendungen hintereinander, Dienstag und Mittwoch. Mhm. Und die Sendung heißt so wie du, das wissen die meisten Leute höchstwahrscheinlich. Ich habe mich gefragt, wie sieht ein Alltag aus, wenn man so eine aktuell politische Sendung zwei Tage hintereinander macht? Also gestern Abend zum Beispiel habt ihr noch, seid ihr noch eingegangen auf den Absturz des Hubschraubers. Also André Melnik haben wir gestern angefragt, nachdem morgens die Meldung des Hubschrauberabsturzes kam. Ich habe ihn aber auch für einen guten Gast gehalten, weil er ja zum neuen Verteidigungsminister mit einer langen Wunschliste an Waffen schon herangetreten war über Twitter oder ein Zeitungsinterview. Also es passte zusammen und da kam die Zusage tatsächlich erst, ich glaube, eine Viertelstunde vor Aufzeichnung. Wahnsinn. Und, aber das ist dann eben die Art von Interview, wo man schon eigentlich die Fragen im Kopf hat, bevor man jemanden anfragt. Da muss ich mich nicht besonders darauf vorbereiten. Außerdem kannte ich Herrn Melnik. Der hat ja gestern auch gesagt, die Bundesregierung macht einen Hütchenspielertrick und solche Dinge. Das ahnt man schon vorher, also ist das eine Mischung aus, man ist im Thema, hat aber die Fragen auf den Punkt zu dem Tag und muss nicht viel vorbereiten. Aber trotzdem wären wir morgen dabei zu sagen, was sind die Hauptgäste für den ersten Teil, den zweiten Teil, also ein Solo, ein Duell oder ein Duett. Und dann versucht man sich zu überlegen, was ist in dieser... Was ist der Unterschied zwischen Duell und Duett? Naja, ein Duell hatten wir gestern, Ralf Stegner und Norbert Röttgen, zwei Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind. Das ist ein bisschen martialisch, aber die reden strittig, sagen wir es mal so. Ein Duett, das ist ergänzend. Also Menschen, die dasselbe Thema haben und sich in ihrer Sicht darauf ergänzen, aber sich nicht streiten. Also das ist so ein bisschen intern. Das ist Redaktionssprech. Das ist Redaktionssprech, genau. Und das Solo ist erkennbar ein Solo. Also ein One-to-One. Und dann geht es natürlich darum, wer auf dem Panel, wie wir das nennen, das ist sozusagen für uns ausgelagert, die Meinungsvielfalt, die man haben kann, in der besten aller Welten, setzen wir das, was ein Zuschauer, eine Zuschauerin hätte, wenn sie drei Zeitungen liest. Ja? Also die FAZ und die Süddeutsche und vielleicht noch die Taz. Also ein Thema wird behandelt, aber mit unterschiedlichen Aspekten. Mhm. Manchmal ist ein Kabarettist dabei. Oft ist jemand dabei aus dem komischen Fach. Ja, ich finde, wir sind spät abends. Also die Sendung beginnt um 22:45 und wir senden bis Mitternacht. Und ich finde schon, dass man am Ende eines solchen Tages auch mal auf die Politik, vielleicht gerade besonders auf die Politik mit Augenzwinkern blicken kann. Das heißt also Freitag, die ersten Sitzungen, Montag geht es dann wirklich los mit konkreter Planung. Aber wie gesagt, die Gästeliste bleibt offen bis zum Beginn der Sendung, wenn etwas Aktuelles passiert. In der Regel fange ich an, am Wochenende schon mich einzuarbeiten für einen Gast. Montagnachmittag arbeite ich dann alles durch. Dienstag Briefing vor der Sendung, abends in der Studio. Mittwoch Briefing vor der Sendung, abends in der Studio. Und dazwischen versucht man einfach aufzusaugen, was an aktuellen Dingen zu den Themen, zu den Gästen noch hineinkommt. Also aber ich bin ja auch noch Produzentin, das heißt also Montagnachmittag sind auch noch immer zwischendurch dann die Dinge, die man macht. Heute habe ich mich nur um die Filme gekümmert und morgen Nachmittag ist die Zeit dann auch reserviert für Filmarbeit. Und die ganze nächste Woche bleibt also für die produzentische Arbeit. Klar, nur kurz als Ergänzung, ihr habt Vincent TV mit deinem Vincent Productions. Tribeca hängt hier irgendwo, genau. Genau. Ihr macht Kino und Fernsehen. Wir machen Dokumentationen, Dokudramen, auch eben fiktionale Produktionen. Seit 20 Jahren. Ja. 23.
23. Ja, jetzt fängst du an mit den, mit den Zahlen. Also wir sind ja auch im Museum, da darf man auch weit zurückblicken. Mhm. Also für mich, der Hintergrund meiner Frage war, es ist ja so ein bisschen 24/7, also wenn man aktuell informiert sein will, dann muss man das auch im Urlaub machen, weil man kann das ja nicht nacharbeiten. Also theoretisch. Also ich mache manchmal Nachrichten-Detox, wäre wahrscheinlich modern deutsch dafür. Also jetzt über Weihnachten, Silvester habe ich mal einfach gar nichts gelesen. Aber in aller Regel bin ich ja sowieso an Nachrichten interessiert. Das heißt also, es ist für mich keine, also für mich ist es nicht Arbeit. Ja, das war der Hintergrund meiner Frage. Wenn ich Zeitungen man muss das lesen, wollen, oder? Man muss sich damit, man darf das nicht als ein Muss empfinden. Ja. Und ich war schon immer wirklich sehr daran interessiert, was passiert in der Welt und wie kann man das irgendwie so aufbereiten. Ich habe mehrfach gelesen, dass du die Unterscheidung triffst zwischen, dass du sagst, ich mache eine Interviewsendung und ich bin nicht Talkmasterin. Also findest du das jetzt doof, wenn ich sage, du machst Talk? Ist das? Das ist der Fachbegriff, der hat sich durchgesetzt. Ich habe meine Oma ist 95 geworden und ich habe mal die erste große Sendung, also nach der Jugendsendung, hieß Talk im Turm. Ja. Und die sagte immer Talk im Turm. Ja. Also ich mache Talk. Okay, dann einigen wir uns auf, du machst Talk. Genau. Weil es gibt kein gutes deutsches Wort dafür, weil es ist also eigentlich, würde ich meinen, wir machen eine Gesprächssendung, aber das klingt dermaßen brutal langweilig. Ja. So langweilig wollen wir nicht sein. Und Talk hat sich einfach etabliert für dieses Genre. Ja, sagt auch so ein bisschen, dass es unterhaltend ist und dass es Unterhaltend ist auch so schwierig. Ich würde es umgekehrt sagen, ich möchte meine Zuschauerschaft nicht langweilen, weil ich möchte ja denen auch Dinge erzählen oder nahebringen, die sie im Zweifel vielleicht nicht interessieren. Mhm. Und dazu ist es zwingend notwendig, dass ich sie bei der Stange halte. Also das ist etwas, was in Deutschland ein bisschen unterrepräsentiert ist. Rhetorische Fähigkeiten werden in der Schule nicht gelehrt. Man würde sich das wünschen, es gäbe Debating-Clubs, wo eben auch junge Menschen an die Fertigkeit geführt werden, dass man nicht nur einen Gedanken haben soll, sondern auch in der Lage sein sollte, ihn zu formulieren, dass andere ihn verstehen. Wie unser Wirtschaftsminister. Ja, der Erklär. Der. Ja, genau. Und viele andere, also es gibt ja irgendwie immer diese Rankings. Aber der ist wirklich, also es ist outstanding. Also wir hatten da schon, also in der Art der Formulierung, es klappt nicht immer, er war bei uns in der Sendung und hat sich mit den Insolvenzen selbst ein Bein gestellt, kann man sagen. Also es funktioniert immer sehr gut eigentlich bei ihm, weil er es wirklich rhetorisch sehr gut kann. Und dann gibt es andere Beispiele auch. Mhm. Bleiben wir mal kurz bei Robert Habeck und bei dieser Sendung. Das ist im September oder so gewesen. Mhm. Es ging darum, dass wir alle vor einem Winter stehen, wo eben die Energiepreise so hoch sind. Mhm. Es war ein One-on-One, wie ihr das nennt. Also das ist ein Einzelgespräch mit ihm. Und er sagte dann, so ein Bäckermeister zum Beispiel, der hat jetzt höhere Energiekosten, der verkauft dann weniger Brötchen höchstwahrscheinlich, weil es eben im Discounter weiter billig sein kann. Aber der Bäcker ist teurer hat und hat dann gesagt, deswegen geht er aber nicht insolvent. Mhm. Die Frage, die ich gestellt hatte, war eigentlich eine einfache. Rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle? Mhm. Genau, und dann hat er das sozusagen so umgedreht. Und ich habe mir das mehrfach angeguckt und habe gedacht, was denkt sie jetzt? Also natürlich, weil ich mich jetzt auch auf dich vorbereitet habe. Man hat das Gefühl, dass du in der Sekunde siehst, da verhaspelt sich jemand, das ist jetzt irgendwie nicht gut. Ich hatte das Gefühl, dass du noch versuchst, ihm sozusagen eine Brücke zu bauen. Oder sitzt man da und sagt, super, jetzt Nein, ist der Erklärbär mal auf der... ganz ehrlich zu sein, ich habe nicht verstanden, was er meint. Ah, es war ehrlich, was du gefragt hast. Es war völlig ehrlich, weil ich fragte ihn, rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle? Und er sagte, nein, es können ja zum Beispiel, es gehen ja die Bäckereien, die Blumenläden, die können ja aufhören zu produzieren. Mhm, ja. Das ist aber keine Insolvenz. Nun bin ich seit 23 Jahren Geschäftsführerin einer Firma und ich kenne zahlreiche Kollegen, die Insolvenzen hingelegt haben. Und es geht sehr schnell, wenn man aufhört zu produzieren, aber Kosten hat, die man decken muss, dann hat man eine Möglichkeit, dass man den Betrieb sehr schnell schließt. Aber wer das nicht tut, das meinte er nämlich. Er wollte meinen, die hören auf zu produzieren und dann kann man den Betrieb ja auch einfach dicht machen. Ja, und dann kriegt man womöglich auch Gelder vom Staat. Er hat aber Bäcker gesagt und Blumenläden und das sind eben nicht die, die erstmal aufhören können zu produzieren und dann, also das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe einfach nicht verstanden, worauf er hinaus wollte und das Insolvenzrecht in Deutschland ist hart. Also wenn du sozusagen einen Konkurs verschleppst, da sind auch die zeitlichen Fristen so eng gesteckt, dass, also ich kenne, wie gesagt, Menschen, die wegen also einer nicht gewollten Konkursverschleppung sehr lange zum Beispiel nicht mehr in eine Geschäftsführertätigkeit gehen dürfen,
Und deswegen war ich, ich habe nicht gewusst, ich wusste einfach nicht, was er meint. Wir hören auf zu arbeiten. Das heißt aber nicht, dass wir den Betrieb irgendwie in Pleite gehen. Also das war... Also so. Jetzt was meine... Und er hatte dann versucht, das zu erklären. Und es wurde eigentlich mit jeder Antwort... Schlimmer. Schlimmer. Ja, genau. Es gab noch eine andere Geschichte. Also diese Geschichte ist ja dann auch sehr durch die Medien gegangen. Und ich würde auch durch den Bundestag am nächsten Morgen. Also Friedrich Merz hat da eine Feierstunde draus gemacht im Bundestag. Das ist natürlich dann auch natürlich... Also klar, das ist der Moment, wo man sich denkt, gut, es ist... eigentlich ist es nicht so gewesen, dass ich da eine Falle stelle, aber natürlich will man eine Sendung machen, die im politischen Raum dann auch als politisch relevant wahrgenommen wird. Ja, klar. Also Falle stelle ist ja auch ein sehr harter Begriff, aber es geht natürlich schon auch darum, aus jemandem was rauszukitzeln, oder? Gestern Abend ging es um die Parität, also darum, dass der Bundeskanzler jetzt eben einen männlichen Verteidigungsminister eingesetzt hat und... Und dann hast du den Armen, jetzt muss ich sagen, Ralf Stegner. Der ist nicht arm. Also ich streiche das Arm und dann hast du irgendwie Ralf Stegner dafür verhaftet und hast irgendwie sehr, also wie ich fand, sehr inquisitorisch immer wieder gefragt, warum es denn jetzt nicht doch nicht Frau Högel ist und warum nicht eine Frau? Und ja, also erstens ist Ralf Stegner hart im Nehmen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also das, aber und das Zweite ist, also es geht mir gar nicht darum, ist Parität ein Wert an sich, aber ich finde, man sollte Politiker an dem messen, was sie selber versprechen. Und Olaf Scholz hat diese Parität sehr hochgehängt, indem er eben bei der Kabinettsbildung gesagt hat, ich verspreche mindestens so viele Frauen wie Männer. Und wenn der Ralf Stegner dann sagt, naja, die CSU, die macht das ja so und die Grünen machen es anders, dann muss man sagen, nee, das ist aber jetzt hier nicht der Maßstab. Gemessen wird diese Sache nur an dem, was ein Politiker mal gesagt hat. Und da finde ich, ist dann die Aufgabe unsere eins, dann darauf zu achten, dass das in Relation gebracht wird. So. Ja. Das ist mir jetzt, also das ist zu, ich will jetzt nicht sagen zu billig, aber dann zu sagen, ja, die CSU. Ja, das gut, wir wollen jetzt auch das nicht alles nochmal nacherzählen oder nachspielen, was da gesagt worden ist. Was ich eben interessant fand, war, dass du sagst ja häufig, und ich verstehe auch, warum, dass du dich neutral hältst an vielen Punkten, also dass du eben die Interviewerin bist, dass du jetzt keine Kommentare abgibst, dass es sozusagen auch in beide Richtungen irgendwie passen muss, neutral zu fragen. Ich hatte in der Situation aber das Gefühl, das nervt dich jetzt mit dieser, dass die Högel das nicht geworden ist oder dass es keine Frau geworden ist. Nein, oder überhaupt nicht. Also wenn das so rübergekommen ist, dann ist das falsch. Also genervt ist das falsche Wort, aber was ich nicht redlich finde, ist, selbstgesteckte Ziele klein zu reden. Das finde ich nicht redlich. Mhm. Also mir geht es in dieser Paritätssache gar nicht so sehr um die Sache an sich, sondern darum, dass jemand etwas versprochen hat, das er da offensichtlich nicht gehalten hat. Und ja, die Frauensache ist natürlich nochmal ein Punkt. Ich bin ja auch Mitglied von Pro Quote in meiner Branche, weil es dann immer heißt, ja, man findet keine geeignete Frau. Und das kann ja auch in dem Bereich Verteidigung sein. Aber da ist nun eine Frau, Frau Högel, die auch gerne werden Werbeauftragte ist und sich wirklich hineingearbeitet hat und das Vertrauen der Truppe genießt und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre eine geeignete Frau von außen hin jedenfalls da gewesen. Und auch da gab es ja keine Antwort. Warum ist denn Frau Högel nicht geeignet? Aber Herr Pistorius, der eigentlich außer seiner Bundeswehrzeit keine fachliche Kompetenz mehr aufzuweisen hat als sie dann doch. Und darauf habe ich von keinem der SPD, den ich jetzt gefragt habe, bislang eine Antwort bekommen. Mhm. Auch nicht nach der Sendung. Mhm. Und da wird Sandra Maischberger dann auch... Ja. Ja, also da geht es dann auch darum zu sagen, irgendwie, das hast du aber schon mal gesagt und das verhafte ich dich jetzt drauf. Also ich habe das Gefühl, da kam so Emphase so dann rüber. Ja, aber ich akzeptiere, wenn jemand sagt, ich habe da Mist gebaut oder es ist nicht so gekommen, mea culpa, also es tut mir leid. Aber also, was ich finde, was gar nicht geht, ist sozusagen drumherum zu reden und das einmal gegebene Versprechen zum Beispiel anders zu interpretieren. Das finde ich dann billig oder eben feige oder wie man es auch nennen möchte. Ja, das würde ich nie so sagen. Und das ist übrigens unabhängig von der Partei. Also die Parität, die ich versuche sozusagen, oder die Neutralität, die ich ja versuche zu halten, weil ich glaube, dass es meine Aufgabe ist. Es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, die ihre Meinung da mit reinbringen. Und das ist auch legitim, aber es ist nicht mein Weg. Ja, genau. Also es geht, also wenn es die Grünen trifft, dann trifft es die Grünen. Wenn es die CDU trifft, trifft es die CDU oder die FDP oder die SPD. Das ist mir eigentlich, das sollte mir egal sein. Da spricht auch die gut ausgebildete Journalistin, die das... Alter Schule, heute ist das anders. Genau, und das spricht auch die Hans-Joachim Friedrich
Nobelpreisträgerin, ja, der ja auch gesagt hat, man darf sich nicht gemein machen, wobei das auch in der letzten Zeit viel diskutiert worden ist. Es ist lustigerweise von Anfang an diskutiert worden, weil Hans-Joachim Friedrichs auch ein SPD-Parteibuch hatte. Das hat er zwar nicht mehr gefunden, aber es ist da. Das ist ein Satz, der wirklich einerseits irreführend ist, weil es eben eine gewisse Art von Engagement, die jeder Bürger, jeder Demokrat eigentlich als Antrieb auch haben sollte für die Gesellschaft und für Menschenrechte und solche absoluten Werte natürlich negiert. Und andererseits aber es drückt natürlich etwas aus, was für mich jedenfalls eine Leitlinie ist. Aber ich finde es ganz gut, dass dieser Satz auch immer wieder in Frage gestellt wird, weil es immer wieder Anlass ist für eine Selbstüberprüfung. Was ist denn eine gute Sache? Was heißt denn sich gemein machen? Ich erlebe sehr viel bei der jungen Kollegenschaft tatsächlich, dass da die Linie zum Aktivismus sehr häufig dann nochmal verschwimmt. Und das ist etwas, da bin ich wirklich oldschool. Also ich bin ja aber auch mal Taz-Aktivistin gewesen und so. Nee, ich bin aber keine Aktivistin, definitiv nicht. Ich habe mich gerade mit Ali Schwarzer beschäftigt vor ein paar Wochen in der Sendung auch nochmal. Es gab auch den Film und der Film über Ali Schwarzer, der in der ARD gelaufen ist, der zeigt relativ klar ihren Punkt, wo sie gesagt hat, ich mache so viele Berichte über die Situation der Frauen, aber ich ändere ja gar nichts damit, also muss ich jetzt tätig werden. Mhm. Also sie ist vom Journalismus in den Aktivismus gegangen. Und ich finde, dann kannst du immer noch Journalistin sein, aber du bist dann eben ganz klar eine mit Position und einer mit der eigenen Agenda. Du bist dann schon Abteilung Kampagne. Das kann man machen, aber es ist nicht mein Weg. Nein. Okay. Und ich finde auch, also das, was man jetzt heutzutage in der Like-Gesellschaft immer so abverlangt bekommt, ganz schnell eine Meinung zu etwas zu haben, das finde ich aufdringlich. Und ich würde es auch lieber einfach sein lassen, ganz oft. Ich könnte jetzt noch eine Frage nach der anderen danach stellen, aber wir haben eigentlich eine Tradition, dass wir immer jemanden aus dem Umfeld unseres Gastes bitten, diesen Gast vorzustellen. Oh. Und das ist jetzt hoffentlich noch eine Überraschung für dich. Absolut. Und, bitte die Videobotschaft. Sandra Maischberger bezeichnete sich früh und immer wieder und völlig zu Recht als Fragemonster. Entschuldigung, also als Fragemonster. Allein mit den über 1200 Ausgaben von Maischberger bei NTV, Hunderten ihrer ARD und davor Spiegel-TV-Sendungen und allem, was noch davor, danach und dazwischen war, dürfte sie die meist fragende lebende Person im deutschen Fernsehen sein. Das wirft natürlich weitere Fragen auf. Hunderttausende Fragen an noch mehr interessante Studiogäste und eine an sie selber. Sind so viele Fragen eigentlich die sicherste Rüstung, selbst nicht antworten zu müssen? Zur Bundestagswahl ein Beispiel. 2002 grassierte in der Redaktion der damals viel beachtete neue Wahl-O-Mat. Die mühseligen im Ruderdeck der Talkgaläre füllten aus, Rufe der Verblüffung und auch sehr erwartbare Parteipräferenzen machten die Runde. Maischberger zog sich in ihre kleine Moderationskajüte zurück, füllte aus und hielt bis heute das Ergebnis geheim. Ist das gut oder schlecht? Das ist die klassische Maischberger-Frage. Ist das gut oder schlecht? Die kann einfach ganz offen sein. Sie kann sehr heimtückisch sein. Sie kann auch einfach heißen, oh Mist, Briefing ist alle, ich habe nichts mehr. Oder es ist die goldene Hajo-Friedrichs-Regel zur Hajo-Friedrichs-Preisträgerin. Sich mit keiner Sache, auch der guten nicht, gemein zu machen. Immer mal zu fragen, ist das gut oder schlecht? Vielleicht bekommt man so mehr Gäste, wenn man nicht ausrechenbar ist. Vielleicht bekommt man weniger Ärger. Dann ist das Handwerk. Vielleicht macht es manchmal auch Mühe, die eigene Meinung, die eigenen Antworten zu verbergen. Nach 37 Jahren im Beruf bleibt sie so vorerst die Rätselhafte. Ja, das ist wirklich der große Könner unseres Fachs. Ja. Also vielen Dank an Herrn Kuppersbusch für diese ganz zauberhafte Videobotschaft. Da steckt ja sehr viel drin. Unter anderem auch die Frage, ob man sich eben als politischer Mensch manchmal wirklich zurückhalten muss in dieser Situation. Also gibt es das, ist das manchmal auch schwer? Ich weiß nicht. Ich hatte irgendwann mal das Gefühl, je tiefer ich in ein Thema eingestiegen bin, desto weniger sollte ich dazu eine Meinung äußern, weil ich einfach festgestellt habe, so tief bin ich jetzt nicht drin, dass ich anderen meine Meinung dazu aufdrängen sollte. Also es ist eher der Respekt davor, dass ich persönlich Ansichten, Meinungen gerne von Menschen höre, von denen ich das Gefühl habe, die wissen wirklich, worüber sie reden. Mhm. Und das bin ich in ganz wenig
punkten. Ich könnte wahrscheinlich bei Medien sehr viel Meinung haben, weil ich wirklich weiß, worüber ich rede. Aber in anderen Feldern, sei es jetzt, weiß ich nicht, Außenpolitik, Steuerpolitik, also Sozialpolitik, da gibt es natürlich Menschen, die einfach sehr viel mehr wissen als ich und die treffe ich jeden Tag. Also ist meine Lieblingsrolle die, immer noch Fragen zu stellen. Und vielleicht habe ich irgendwann mal dann Antworten. Aber eigentlich kommen Politiker in Sendungen, weil wir eine Sendungsfläche haben und sie einfach letztlich über uns dann ihr Publikum erreichen. Immer weniger, weil sie natürlich jetzt auch Twitter, Instagram, TikTok, manchmal auch sogar TikTok haben, wo sie dann direkt ans Publikum gehen. Die brauchen gar nicht mehr die Vermittlung. Also das ist der Respekt, der mir als Person gegenübergebracht wird. Den ja, als Journalistin, ich würde jetzt mal sagen. Ja, ich würde, aber das würde ich immer so ein bisschen tiefer hängen. Ja. Das liegt auch ein bisschen, also wenn ich keine Sendung hätte, hätte ich den vielleicht nicht, keine Ahnung. Ich mache mir darüber keine Gedanken. Okay. Aber die Frage, gut oder schlecht, habe ich meinem Mann abgeschaut. Ah, okay. Der ist in Prag aufgewachsen und der war mit einem Freund unterwegs. Und aus irgendeinem Grund ist die Polizei in sie gekommen. Und das war ja vor Mauerfall, das heißt in der Totalität. Und sie wurden also irgendwie, sie hatten irgendwas gemacht, was nicht so gut war. Und dann landete sie auf der Polizeirevier und sein Freund hatte den Nachnamen des Innenministers. Und der Polizist sagte, Sie heißen ja so wie unser Innenminister. Und der junge Mann wusste gar nicht, ist das jetzt, was heißt das jetzt? Ja, was heißt das, das fragt. Und dann hat er gefragt, ja, ist das gut oder schlecht? Es ist wirklich die gemeine Nachfrage. Ja, aber es ist manchmal präzisierend. Ja, naja. Ist das gut oder schlecht? Holt die Leute aus der Reserve? Die Antwort damals übrigens war, es ist nichtssagend. Das ist meine Lieblingsantwort. Also in der Sendung fände ich es furchtbar. Ja, genau. Das wäre dann so ein Dead End. So, ne? Absolut, eine Sackgasse. Genau. Also du hast uns hier eine ganze Reihe von Dingen mitgebracht. Ich glaube, wir hatten noch nie so eine bunt gemixte Wand. Ja, ihr habt gesagt Preise. Und Preise finde ich wahnsinnig langweilig. Ja, die haben gesagt auch Preise. Ich finde es ganz toll, dass du einen mitgebracht hast. Ja. Auf den hätte ich dich auf jeden Fall auch angesprochen. Der goldene Lachs. Ja, das ist weil ich bei einem Interview die norwegische Prinzessin Mette Marit verbrannt habe mit meinen Fernsehlampen, habe ich einen goldenen Lachs bekommen. Ach so, ich dachte, das ist eine sehr kuriose Geschichte. Hier gab es einen Botschafter von Norwegen, wir waren in Norwegen, ich habe ein Interview gemacht mit Mette Marit, die sollte nach Deutschland kommen, ich habe das Interview vorab geführt. Ich frage mich bis heute nicht, was passiert ist. Wir saßen draußen in der norwegischen Maisonne und ich kriege am Sonntag... Es gab aber auch Scheinwerfer. Ja, aber solche wie diese hier, also keine Ahnung. Weißt, wie du heute Abend rausgehst, ja. Und ich kriegte dann am Sonntag, bevor sie am Montag auf Staatsbesuch kommen sollte, morgens aus dem Königshaus in Norwegen einen Anruf, was ich mit der Prinzessin gemacht hätte. Die hätte Verbrennungen fünften Grades oder sowas. Es klang wahnsinnig dramatisch. War eine Bild-Zeitungsschlagzeile. Ja, und ich musste wirklich dann auch den Kronprinzen Haakon treffen. Und dann der kam, aber der hatte auch so eine leicht rote Seite. Sie hat sich vollständig erholt, aber ich habe wirklich tagelang von so Blasen geträumt. Also weißt du, so ein Gesicht, was irgendwie aufplatzt und dachte, scheiße, ich habe die verbrannt. Und der Botschafter in Norwegen meinte aber, dadurch sei Norwegen auf eine sympathische Art und Weise in die Öffentlichkeit gekommen und hat mir diesen Preis gegeben. Gab es Lachs dafür? Ja, ein paar Tonnen. Ja, es gibt auch einen Fernseh... Habe ich verteilt bei NTV, weil die mit mir gelitten haben. Ja, es gibt einen Fernsehkrimi-Preis, da kriegt man, glaube ich, irgendwie 1000 Liter Wein. Also, hätte ich auch Preise. Genommen. Ja. Aber ja, in diesem Fall war es Lachs, der goldene Lachs, einer der lustigsten Preise, die ich bekommen habe. Beim Fernsehduell ahne ich, was das ist. Das ist eine Moderationskarte. Das hast du ja eine Weile gemacht. Das war mal auch der. Ich habe es ein einziges Mal gemacht. Ja, ich habe ein einziges Mal das TV-Duell gemacht zwischen den wirklich Kracher-Kontrahenten Merkel-Scholz. Das ist ja auch so ein Format, wo man irgendwie damals gedacht hat, das würde jetzt irgendwie den Politik-Talk. Nein, Moment, es war nicht Scholz. Es war noch davor. Verzeih, ich habe jetzt Schulz. Es war Martin Schulz. Nicht Scholz. Ja, Verzeihung. Ja, genau. Schulz, ein U. Ich war ARD, es gab ZDF, RTL und Sat.1, also vier Fragende und zwei Antwortende. Und, ist auch gemein, 4:1. Was? 4:2 ist ja auch gemein. Das ist eben nicht gemein. Also das Prinzip ist, je mehr Fragende, desto einfacher für die Antwortenden. Also insofern, wenn man es wirklich darauf anlegen würde, dass man da jemand ins Schwitzen bringt, müsste man eins, maximal zwei Fragende haben. Weil sonst ist es nämlich wirklich so, dass es ein Korsett gibt. Mhm. Also hier eine Frage, da eine Antwort, dann gibt es ein Zeitkontingent und dann muss man schon weiter. Wie sieht so die Uhr es ist runter? Die Lücke, also manchmal braucht man die Lücke. Bei Filmen übrigens ist das auch ein interessanter Effekt. Man braucht manchmal eine Lücke, um einen Moment der Wahrhaftigkeit zu haben. Mhm. Und in diesem Korsett sind diese Lücken nicht vorgesehen. Mhm. Weder auf der fragenden noch auf der antwortenden Seite. Aber klar, wenn du gefragt wirst, machst du das, sagst du nicht nein. Das ist ja einmal die Erfahrung. Aber das Ergebnis war relativ ernüchternd. Mhm. Und trotzdem glaube ich, ist es wichtig, dass die beiden Hauptkontrahenten
Kontrahenten, im letzten Wahlkampf waren es ja eben drei, dass die miteinander in eine Debatte, wenn es nach mir ginge, in mehrere gehen und sich eben auf die Art und Weise dann auch den Wählern, den Wählenden, wie man heute sagen würde, präsentieren. Ja. Bevor wir jetzt noch weitergehen durch dein Leben, ich habe noch eine, komme ich noch mal ganz kurz auf die Zeit bei NTV. Mhm. Das war ja so eine Zeit, wo die Leute quasi schon drum gebeten haben, dass sie in deine Sendung kommen. Ach Quatsch, das ist völliger Unsinn, das ist alles Mythos. Aber aus der Zeit kommt ja das hier. Aber alles was war Mythos. Die Frage? Ich meine, da gibt es Interviews, in denen das erzählt wird. Ja, wirklich? Ja. Also hätten Leute an der Tür gestanden und hätten gesagt, sie würden gerne was sagen wollen. Also Friedrich Küppersbusch, der ja der Produzent dieser Sendung war, erzählt das gerne, aber ich glaube, es ist trotzdem ein Mythos. Okay, gut. Du warst ja drin im Studio, du weißt es ja nicht. Also stimmt natürlich, ich weiß nicht, wer vor der Studiotür stand. Wir wollen das jetzt auch nicht weiter vertiefen. Genau, aber es war jedenfalls eine Zeit, in der viele Leute, also viele Politiker auch das Interesse hatten, etwas zu erzählen, weil es ja sozusagen scheibchenweise alles enthüllt worden ist. Und das ist ja immer bei Journalisten, politischen Journalisten, halt die Frage, wie weit, man macht sich nicht gemein, nicht für die Gute und überhaupt für keine Sache, aber man wird natürlich auch instrumentalisiert, wolltest du sagen. Ja. Nee, ich glaube, man kann das, also man kann natürlich, also sicherlich ist die Absicht, ins Studio zu kommen, die, dass man instrumentalisiert wird, aber ob man sich instrumentalisieren lässt, ist ja dann die Frage eben, wie man die Fragen stellt, in welcher Art und Weise man dann jemand wieder aus dem Studio rausgehen lässt. Also klar kann das eine Absicht sein, aber ich würde sagen, also wenn man sich dann am Ende hat instrumentalisieren lassen, hat man etwas falsch gemacht. Also es ist schon richtig, dass wir auf darauf angewiesen sind, dass Menschen uns dann auch etwas gegenüber erzählen. Aber man muss ja nicht bei dem bleiben, was jemand erzählen will, sondern man muss ja dahin gehen, wo jemand möglicherweise etwas nicht mehr erzählen will. Das ist ja meine das Aufgabe. Das ist ja die Kunst. Also das, du hast ja eben selber gesagt, wenn wir jetzt kurz zurückspulen, dass die Leute wegen der Sendefläche kommen und dass das auch weniger geworden ist als gegenüber den Nullerjahren, weil es eben jetzt andere Flächen gibt, die man selber bespielen kann. Ich komme in dem Zusammenhang auf dein 1:1-Gespräch mit Christian Lindner, wo es wiederum um das Machtwort des Kanzlers ging. Und er war am Tag danach bei dir und hat dann gesagt, nee, natürlich haben wir alle einen Brief bekommen. So, wir sind davon nicht überrascht worden, dass jetzt plötzlich Papa sagt, jetzt reicht es aber mal hier mit dem Atomkompromiss. Da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass er sich das vorgenommen hatte, das zu sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die so eine Sendung sehen, sich ihren eigenen Reim darauf machen. Das war mein Reim. So, und es ist ja, und ich glaube, das ist eben eine Gesprächssendung, hat nicht nur eine verbale Ebene, sondern eine nonverbale Ebene. Wie sitzt jemand da? Wie ist seine Mimik? Wie ist seine Gestik? Nimmst du ihm das ab, was er da sagt? Und ich glaube, so einfach kommt man dann auch nicht davon. Also es kann sein, dass das die Absicht ist, zu sagen, nein, wir waren alle informiert. Aber ich habe das Gefühl, ein Großteil derer, die das sehen, denken sich, naja, gut, nice try. Du hast es versucht, aber so kann es ja nicht gewesen sein. Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass er das platzieren wollte. Ja, das kann sein, aber es heißt ja immer noch nicht, dass die Botschaft dann bei den Rezipienten überall ankommt. Die Leute haben hinterher geschrieben, also Journalistenkollegen haben hinterher geschrieben, er hätte sich verplappert, du hättest ihn da sozusagen auf Glatteis geführt. Das freut man sich höchstwahrscheinlich als Journalistin. Dann, ich lese es meistens nicht, was danach geschrieben wird. Ich musste es ja jetzt lesen in Vorbereitung. Also. Du tust mir echt leid. Nein, gar nicht. Alles gut. Du wolltest uns ja noch was zeigen. Das haben mir die Kollegen zum Abschied bei NTV geschenkt. Friedrich Küppersbusch und die Redaktion, das sind die gesammelten Briefings. Die haben sie quasi geheftet und dann haben sie hier Sigmar Gabriel, Renate Künast. Also du weißt, dass wir das bei Roger Willemsen jetzt gerade ausstellen. Ne? Das aber Roger Willemsen gehört ins Museum, ich bin ja noch da. Auf keinen Fall. Hier Hans-Jochen Vogel, Johannes Rau, Günter Wallraff, Hans Küng. Toll, ja. Guck mal, da habe ich Häuschen auch gemalt bei Hans Küng, ich weiß nicht warum. Du hast es gemalt, das ist deine eigene Kritzelei. Aus irgendeinem Grund habe ich dann hier, das ist immer mein Biokopf, ich brauche immer auf einer Seite, das ist ein sehr langer Biokopf, aber ich brauche sozusagen mit einem Blick nochmal, wenn jemand dann etwas erzählt, dann nochmal zu gucken, was hat denn der da gemacht und so etwas. Das ist so mein Spleen. Und dann gibt es hier die Anmoderation und dann, ehrlich gesagt, ich würde in einem Kurs, wie führt man ein gutes Interview, immer sagen, auf keinen Fall so. Ja. Weil das ist viel zu viel. Ja. Also und bis heute habe ich viel zu viele Fragen auf meinem Zettel. Aber bei mir ist es so, wenn ich die einmal aufgeschrieben habe, dann sind die da drin. Habe ich sie eigentlich in meinem Kopf. Und das ist dann nur noch, wenn ich wirklich dann ein Blackout habe.
Oder wenn ich irgendwie den Gedanken verloren habe und dachte, dann muss ich da irgendwie hingucken und dann sehe ich es weiter. Aber ja, es ist auf jeden Fall, hier steht Kasten Bier für Regie und Kamera. Na, da hast du was falsch gemacht. Donnerstag, ja. Bei Frank-Walter Steinmeier. Ah, ist da zufälligerweise Kühlschrank auch Walter Riester drin? Nee, bitte was? Ist da zufälligerweise in diesem Buch auch Walter Riester drin? Walter Riester? Ah nee, das war der ganz am Anfang. Das ist 2000, das ist das Jahr 2006, mein letztes, das war ein kurzes Jahr. Okay, ja. Ach, die anderen sind dicker. Ja, die anderen sind dicker, deswegen ich habe das genommen, das ist leichter zu transportieren. Tiefensee. Du hättest mir sonst eine sehr schöne Überleitung zu einem Ausschnitt geben können, den ich auch gerne noch zeigen und mit dir besprechen möchte. Geht es da um Prozente? Da geht es um Prozente, ja, genau. Das ist irgendwie, wollen wir es erst angucken und dann drüber reden. Unbedingt, dann, bitte. Können Sie einfach mal erklären, also AR ist Altersrente, T-1. T-1 und ist dort was? Haben wir den. Was ist T-1? T-1, 1 ist die Einheit, also der Bruttoverdienst mal. Und hier haben wir den Rentenversicherungsbeitrag, 100 minus Rentenversicherungsbeitrag, geteilt durch den Rentenversicherungsbeitrag des alten Jahres. Und dort kommt der Krankenversicherungsbeitrag, minus Krankenversicherungsbeitrag. So, und das ist. Und was ist BL ganz hinten? Hinten nochmal BL? Und BL ist dann der neue Rentenwert, der herauskommt. Nee, Moment, das kann ja nicht sein. Der wird doch. Der neue Rentenwert kommt heraus. Altersrente T. Altersrente T. Und hinten wird nochmal, was heißt denn BL eigentlich? Bruttolohn, die Rentenformel. Genau, das war die Rentenformel. Er war der zuständige Minister, Arbeitsminister und konnte diese Rentenformel nicht erklären. Ja. Also das war irgendwie eine neue Art, auch mit Politikern umzugehen in diesem kleinen Studio. Mhm. Irgendwie so. Mal abgesehen davon, dass das für den Ton nicht gut war, dass du vorgehalten hast. Aber für alles andere war es irgendwie gut. Sowas macht man aber heute nicht mehr. Und die Frage ist ja auch letztlich, wenn man es jetzt mal aus der Distanz sieht, was bringt das, dass man jetzt weiß, dass der Arbeitsminister diese komplizierte Formel nicht erklären kann? Was ist der Hintergrund? Also, das ist so ein bisschen die Christine Lambrecht-Frage, die am Anfang ihrer Amtszeit gefragt wurde, ob sie quasi die Abzeichen ob sie das sagen könnte bei den einzelnen Rangabzeichen, was sie heißen. Und dann hat sie gesagt, das muss ich nicht wissen. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen darum geht, dass man einem Minister zwar nicht abverlangen kann, das ist der beste Experte in seinem Fach ist, außer natürlich Karl Lauterbach, aber dass man schon, finde ich, erwarten kann, dass du zumindest eben die Grundbegriffe deines Fachs dir draufpackst. Also man kann es sich draufpacken. Und ich denke schon, dass man die Frage stellen kann. Die andere Frage ist, wie antwortet jemand darauf? Es könnte ja auch ein Arbeitsminister dahergehen und sagen, liebe Frau Maischberger, das ist eine hochkomplexe Sache unter uns. Ich verstehe sie nicht. Wichtig ist, dass es sich bewährt hat und dann wäre er raus gewesen aus der Nummer. Hm. Aber er hat den Versuch gemacht zu tun, als ob er es wüsste. Ja. Und das war der Fehler. Ja, es ist jetzt auch erst schon länger her. Also ich meine, er hat sich da so ziemlich tapsig angestellt. Das geht ja noch minutenlang so weiter. Ein bisschen so wie das Insolvenzrecht bei einem Wirtschaftsminister. Mhm. Also da, wobei ja da so, die Experten hinterher gesagt haben, dass er klar, er hat von Betriebsaufgabe gesprochen, aber er hat auf die Frage nach Insolvenzen ein Beispiel für Betriebsaufgabe gegeben, was nicht zu den genannten Betrieben passte. Deswegen habe ich es nicht verstanden. Mhm. Also es war mir einfach, es passte nicht zusammen. Und das sind so, wo man eben denkt, das sind so Grundbegriffe, das ist so quasi das kleine Allgemein 1 eben in der Wirtschaftspolitik. Und eigentlich würde man meinen, wenn du aus der Wirtschaftspolitik kommst, weißt du das. Dann würde dir das nicht passieren. Mhm. So. Aber klar, ja, das sind immer die Fallstricke. Wenn ich deine Antwort jetzt richtig verstehe, geht es um authentischen Moment. Also, dass man dann authentisch sagt, weiß ich jetzt nicht, aber haben Sie recht, müsste ich eigentlich wissen. Aber nicht sagt, muss ich nicht wissen, wie jetzt Frau Lambrecht, sondern dass man irgendwie... Dass man damit umgeht. Also für die Menschen ist die Rente keine kleine Sache. Und wie sie berechnet wird, ist, ich meine, wir haben jetzt gerade wieder einen Fall, Frauen, die ein ganzes Leben lang Vollzeit berufstätig sind und am Ende kommt so viel raus. Und da sind natürlich Dinge drin, von denen man gerne wüsste, wie kommt das eigentlich zustande. Ich finde das für den Moment auch interessant, einfach zu zeigen, auch wie abstrakt ist so eine politische Berechnung in diesem Moment. Und ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, zu sagen, wir machen es mit der Rentenformel. Wahrscheinlich, weil wir davor standen und dachten selber, das kann man eigentlich nie verstehen. Ja. Aber es wäre gut, wenn man es nachvollziehbar machen würde für die Rente beziehen. Wenn er es jetzt hätte sozusagen so runterbeten können. Toll.
Also ich bin da ergebnisoffen. Ich freue mich, freu mich auch auf die guten Momente. Ja. Es gibt ja einfach die gelungenen, ja. Sarah Borsetti war ja auch in deiner gestern, Sendung ja. gestern. Also das ist das, was ihr Panel nennt, also wo eben drei Leute sind, von denen wir lagern die Meinung sozusagen, wir machen die Meinung kenntlich. Genau. Anders als in anderen Sendungen, wo die Meinung irgendwie so unter der Information durchgemischt die ist. Die setzt ihr an so einer Art Biertisch, also sieht so ein bisschen aus wie eine Bar. Ein Tresen. Sein ja. Kein Biertisch. Ein Biertisch name ist niedrig, also es ist ein Tresen. Ja. Und da sind eben... Also ich finde Sarah Borsetti toll. Ich finde auch das, was sie eben so im Netz macht. Borsetti will reden. Ich finde das super. Und die hat eben... Gestern ein paar Mal gesagt, weiß ich nicht. Genau, die hat gestern gesagt, ja. Das ist nicht meine Frage. Wer bin ich, dass ich das beantworten kann? Und dann hat sie aber einen anderen Gedanken entwickelt. Das fand ich sehr spannend. Ja, das ist dann die hohe Schule. So, aber grundsätzlich verpflichtet ihr schon die Leute, die da hinkommen, also auch andere Kabarettisten, Jürgen Becker oder ja. Es ist dann auch, die verpflichtet ihr schon dazu, dann mal so ein bisschen über diesen Krieg zu... Also Meinung, also das ist mir wirklich wichtig. Also wir haben natürlich auch immer wieder sehr viel Information, also Hintergrund Berlin oder wenn der Kollege Wassily Golod aus der Ukraine-Berichterstattung macht, dann ist natürlich auch ein großes Stück Information da. Also erklär mir, was Sache ist. Aber das Panel ist schon wirklich der Versuch, Meinung abzufragen. Und man kann Meinung haben, so wie ich es gerade sagte, aus Sachkunde. Und es gibt Fragen, zu denen haben wir alle eine Meinung, obwohl wir eigentlich in der Sache nicht so tief drin sind. Atomkraft ist ein sehr gutes Beispiel. Also nicht alle von uns können jetzt zum Beispiel die Neuerungen, also die neuen Forschungen über die Mini-Atomkraftwerke, von denen Bill Gates so begeistert ist, da weiß ich die Details auch nicht. Und trotzdem habe ich ein Gefühl, ich habe eine Meinung dazu, ob ich möchte, dass es in meiner Nachbarschaft steht. Und deswegen glaube ich, es gibt einen Bereich des Lebens, wo man eine Meinung haben kann, auch ohne großes Sachwissen. Ganz schwierig ist es tatsächlich bei diesen Waffengattungen. Das ist die Schwierigkeit, die wir in den letzten Wochen, Monaten hatten. Einfach zu sagen, hier ist der Leopard 2, da ist der Marder und dann hatten wir noch den Puma und so weiter. Und da ist es schwierig zu sagen, bin ich jetzt so tief in der Materie, dass ich weiß, das macht den Unterschied. Aber trotzdem kannst du eine Meinung dazu haben, wie gut fühle ich mich dabei, dass eben immer schwerere, immer weitere und immer mehr Waffensysteme geliefert werden. Und das, finde ich, kann man in einer Demokratie abfragen. Wie geht es dir damit? Wie siehst du das? Ja, wir leben ja auch in so einer Meinungsdemokratie. Also es wird ja relativ, das Verhältnis zwischen Meinung und dem, was man vorher wissen muss, damit man eine Meinung haben kann, hat sich ja dramatisch verändert. Leider ja, das stimmt. Also jetzt, ich komme nochmal auf die Sendung von gestern, was jetzt gerade so passt. Ja. Da war eben Hubertus Meyer-Burckhardt, der einerseits sagt, ich bin irgendwie sozusagen, der anfängt zu reden und sagt, ich bin groß geworden mit Brand und so. Und ich bin auch Kriegsdienstverweigerer. Und man denkt, okay, der sagt jetzt gleich, das mit dem Krieg ist nicht so eine gute Sache mit dem Eskalieren. Wir wollen doch lieber vorsichtig sein. Und dann sagt er, aber ich glaube, ich bin auf der Seite von Röttgen und das stimmt irgendwie, man muss jetzt mal da loslegen mit diesen Panzern. Und man hat das Gefühl, Sandra Maischberger sagt so eine Sekunde lang falsch gecastet? Oder? Nein, ich wusste ja in etwa, also das ist, da muss ich sagen, in der Vorbereitung ist es schon so, wir versuchen eigentlich immer zu gucken, dass unterschiedliche Meinungen abgebildet werden. Es gelingt nicht immer. Also es gelingt nicht immer, dann zu einem Thema des Tages dann wirklich drei unterschiedliche Ansichten zu haben. Aber häufig ist es auch interessant, wenn die sich eigentlich einig sind, ergänzen. Ist nicht immer optimal, finde ich. Ja. Also das ist ja also selber schon gesagt, in anderen Talkshows ist es dann eben so, dass man so eine Person dabei hat oder eben auch, das macht ihr ja auch, dass dann der Metallarbeiter dazukommt, der dann irgendwie über die Kostensteigerungen redet, von dem ich das Gefühl hatte, er ist doch bestimmt auch in der Gewerkschaft, weil er sehr eloquent darüber reden konnte. Ja, aber trotzdem war es ein guter Gast. Also ihr lagert das irgendwie so aus und mir fällt dann dabei mehr auf eigentlich als sonst, was ich ist das gut oder schlecht, da reden wir dann gleich drüber, dass diese Meinungen ja häufig wirklich das genau sind, dass man denkt, ja, man hat eine Haltung zum Krieg, man hat eine Haltung zur Atomkraft, das ist von relativ wenig Informationen getragen. Es lässt sich auch häufig von Informationen gar nicht ändern, selbst wenn man das dann erfährt, dass es unlogisch ist. Das hatten wir bei Corona ja häufig, hat man trotzdem so eine gefühlte Wahrheit und bleibt trotzdem auf der Seite, auf der man vorher schon war. Wir reden ja hier auch über öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir reden ja über Information, über informiert werden. Ist das sozusagen der Zug der Zeit, dass man das auch so mitnehmen muss, dass wir, weil wir in so einer Meinungsdemokratie sind? Weil ich finde, das ist ein
total anders als diese Einzelgespräche, die du dann irgendwie führst, die ja teilweise auch sehr berührend sein können, wie jetzt mit Eckhard von Hirschhausen, der nochmal erklärt, warum er findet, dass er sich jetzt wirklich ums Weltklima kümmern muss. Ein Aktivist. Vom Journalist zum Aktivist. Ja, genau. Nein, wir machen das, weil wir das, also in der besten aller Welten würden wir sagen, wir helfen beim Verdauen dessen, was so auf uns einprasselt. Mhm. Und zwar sowohl mit neuen Informationen, neuen Einsichten und eben aber auch mit dem Formulieren dessen, wie man drauf schauen kann. Und häufig ist es ja so, dass man selber, also ich merke das, wenn ich Kommentare lese in Zeitungen, geht es mir sehr häufig so. Ich kenne zwar den Sachverhalt oder ich kenne ihn nicht und ich fange so ein bisschen an, drüber nachzudenken, ja, wie finde ich das denn? Und das am Ende einer solchen Sendung ein bisschen besser zu wissen, weil man sich eben angehört hat, wie unterschiedliche Menschen das finden, finde ich nicht so verkehrt. Mhm. Also anders als die große Zeitung, die das im Slogan hat, bild dir deine Meinung, was deshalb lustig ist, weil in Wahrheit soll man sich die Meinung der Zeitung bilden und nicht die eigene. Die sagt einem ja schon, was man denken muss. Im Gegensatz dazu finde ich es wohltuend, eben manchmal zu hören, wie sieht das jemand anders und dann zu denken, ah, interessant, so kann man das auch sehen. Mhm. Also so kann man darüber auch denken. Das ist für mich immer der Gewinn daraus. Ich mache jetzt einen großen Sprung, weil ich sehe diesen Aschenbecher und Helmut Schmidt. Und ja, den sieht man leider nicht, den muss ich euch zeigen. Ja, und das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, weil natürlich Helmut Schmidt beim Denken zuzuhören, hatte dann doch ein anderes Kaliber. Und du warst ja sozusagen die Interviewerin ich und Jahren. Giovanni und zwischendurch auch ein bisschen Beckmann. Das ist ein bisschen, also in den letzten 10 Jahren seines Lebens waren wir dabei. Also sonst davor was mehr. Das ist ein Aschenbecher, Helmut Schmidt, also leider ist das schon ein bisschen vergilbt, 2012 am 7. August. Das ist die Menge der Zigaretten in einer Sendung. Und mein Sohn, als er kleiner war, hat er gedacht, das ist doch toll, da kann man den doch draus klonen. Ich habe bestimmt genügend DNA dran. Vielleicht könnte man das, aber ich meine, Helmut Schmidt war der... Das ist ein schlauer Bursche, dein Sohn. Ja, haha. Vielleicht machen wir das mal. Aber das Interessante an Helmut Schmidt war die Inszenierung des Denkens. Also der war wirklich ein Denker. Wirklich einer, der hat mich beeindruckt mit der Schnelligkeit und der Schärfe seines Geistes. Mhm. Das muss ich unumwunden als ehemalige Schmidt-Gegnerin wirklich zugeben. Das habe ich auch gehört in einem Podcast, dass du gesagt hast, das geht mir nämlich auch so, dass man war ja mal so dagegen, weil er ja der Nachrüster war. Er hat uns die Atomraketen vor die Haustür gestellt. Genau. So war ich mit 16 und 14, 15, 16 drauf, NATO-Doppelbeschluss. Aber dem beim Denken zuzuschauen, hat er uns insofern leicht gemacht, weil er es auch inszeniert hat. Und das hat er auch immer offen zugegeben. Also man hat eine Frage gestellt, man konnte, also in den besten Zeiten hat er, nachdem die Frage raus war, hat er dann erst einmal wirklich gewartet. Dann hat er sich die Zigarette rausgenommen, die geklopft, Mund gesteckt, angezündet. Und dann hatte er eine Antwort. Ja. Oder auch nicht. Dann hat er auch manchmal nach so einer langen Prozedur gesagt, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Also das war schon auch eine wahnsinnig gute Inszenierung und auch mit den großen Pausen. Der hatte dann eine Bedeutungsschwere, selbst bei völlig banalen Sachen. Das war schon sehr gut gemacht. Aber es waren doch eine Reihe von komplexen Gedanken auch, die man eben nur in so einer Interviewsendung machen kann. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass das so ausstirbt. Liegt das an den Protagonisten, die nicht mehr rauchen und nicht mehr nachdenken, sondern schon so geschult irgendwie in die Sendung kommen? Oder liegt es an uns, die wir das nicht so gerne mehr sehen wollen, die wir nicht mehr die Muße haben, uns das anzugucken? Also Helmut Schmidt gehört zu einer Riege, von der man heute sagt, die alten weißen Männer. Erstens ist die Generation tatsächlich weg. Also Hans-Jochen Vogel ist weg. Man hätte ein paar von diesen Männern und Frauen noch, Hildegard Hambrücher ist weg, fragen können. Die sind tatsächlich, diese Kriegs- und Nachkriegsgeneration ist nicht mehr so da. Und die hatte eine andere, eine abgewogene Art, die Dinge zu sehen. Klaus von Donani ist noch da. Mhm. Der kommt auch noch in Sendungen. Andere kommen gar nicht. Mhm. Also Otto Schily würde ich gerne zu ein paar Dingen fragen. Mhm. Oder auch manchmal Gerhard Schröder. Diese Generation Schröder verweigert sich weitgehend. Also das sind keine Elder Statesmen mehr. Joschka Fischer ist nicht da. Otto Schily eben nicht. Gerhard Schröder. Ich würde gerne Horst Seehofer mal wieder was fragen, weil ich auch das Gefühl habe, da ist einfach so ein politischer Erfahrungsschatz.
Platz, an den ich gerne gehen würde. Den würde man, glaube ich, auch länger zuhören. Und es gibt immer, Joachim Gauck ist jemand, dem man lange zuhört, weil er einen abgewogenen Gedanken und auch immer wieder einen überraschenden hat. Und das ist aber nicht so häufig. Und Helmut Schmidt war ja auch einer seiner Art. Helmut Schmidt, Richard von Weizsäcker, das ist eine Generation, die weg ist. Also deswegen sieht man sie da nicht mehr so sehr und vielleicht ist es auch nicht mehr so opportun, alte weißen Männern zuzuhören. Ja, liegt das am Geschlecht und am Alter? Ich würde jetzt eher sagen, dass gewagte These, aber dass wir eben auch in so einer, dass sozusagen einen komplexen Gedanken mit zwei Nebensätzen und einer Einschränkung, dass man so genau auch nicht weiß, eben auch nicht mehr so sehr. Also wir versuchen das ja, wir haben zum Beispiel Wolfgang Schäuble gehört zu denen, die ich dann nennen würde, eben Joachim Gauck, wo man natürlich länger sich Zeit nimmt und dann auch dem Gedanken nochmal folgt. Dann haben wir, bei NTV war es eine halbe Stunde, das machen wir mit solchen Gästen dann auch, also 25, 28, 29 Minuten, klar machen wir das, weil wir eben auch glauben, man müsse noch mal ein bisschen zuhören. Ja. Nicht alle tragen am Ende dann. Aber das meine ich jetzt irgendwie, wenn man niemanden hat, der das trägt, dann macht es auch nicht so viel Spaß, das zu machen. Für mich ist es jetzt, was ich eben gerade in der letzten Zeit von deiner Sendung gesehen habe, ist es eigentlich der Kern. Also darauf freue ich mich immer am meisten, wenn es dann zu dem Podest kommt, wo dann freue ich mich immer, wenn da nur einer sitzt. Also das ist, weil ich das Gefühl habe, dass man dann eben auch dein Wissen, deine Interviewtechnik mit jemandem kombiniert, wo es eben über eine längere Zeit trägt. So, und das machen wir also in der Zeitspanne von eher informativ im Hintergrund. Das fängt bei 12, 15 Minuten an, was auch noch für ein Fernsehinterview lang ist und geht dann eben dann doch bis zur halben Stunde. Man könnte auch eine ganze Sendung machen mit jemand. Also, ja, das wäre ja mein Traum. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Günter Gauss das Maß aller Dinge ist, aber es ist natürlich schon tolle. Aber das ist dann eben zweimal die Woche. Wir sind jetzt bei 54 bis 57 Sendungen im Jahr. 54 bis 57 Protagonisten, nennen Sie mir. Nee, kann ich nicht. Aber die da sind und die auch dann ins Studio kommen, die nehmen die tragen herzlich auch, gerne. Ja. Ja, genau. Herzlich gerne. So, jetzt wollen wir noch schnell hier die Wand weiter abräumen. Da gibt es einerseits die Kinderschokolade. Die steht sozusagen für Publikum ist fantastisch. Irgendwann mal stand in der Zeitung, dass ich Kinderschokolade mag. Seitdem kriege ich immer wieder solche Sachen geschickt. Das ist sozusagen von Fans. Das sieht man. Und steht und auch Sandra, Sandra Maischberger. Das ist ganz toll. Also das ist einfach wirklich sehr liebevoll. Und ich hebe diese Dinge immer auf, weil ich finde, das ist einfach irgendwie der große Schatz. Das ist natürlich mein Verein da oben, Vincentino. Ja. Weil ich finde, jemand, der in der Öffentlichkeit steht und auch ordentlich Geld verdient, so wie ich, hat einfach die verdammte Pflicht, sowohl den Namen als auch das Geld weiterzugeben. Wir machen Bildungsprojekte an Berliner Schulen. Insgesamt vielleicht 600 Kinder im Jahr, wo wir Medienunterricht machen, wo wir Instrumente basteln, wo wir letztes Jahr dann in Neuköllner Schulen auch jüdische Lebenswelten nahegebracht haben. Wahnsinnig spannend einfach immer dann auch die Begegnung mit diesen Kindern und Jugendlichen. In Neukölln, wir haben ja gerade über die geredet in der Silvesternacht. Genau. Das sind so, das ist eine Wahl in den USA, das ist eine Sendung mit Udo Jürgens, die wir mal gemacht haben, Udo 70, eine das meiner Lieblings-Show-Sendungen. Diese Benches hebst du dir auf, ja? Ich habe sie gerade. Bist du mehr sentimental da? Ein bisschen, ja. Ja. Ja, Udo Jürgens war aber wirklich toll. Ja, nee, da ich habe alle, gegen alle Udo Menschen. Also, ich habe auch Badges zu Hause von Sachen, wo ich das Gefühl hatte, das darf ich nicht weggeben. Tribeca, mein erster Kino-Spielfilm, Sherry Horman in der Regie, die internationale Premiere in New York, das ist so einer meiner tollsten Momente gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass ich da irgendwo hinkomme. Also das toller ist, Film auch. Wenn ich jemals gefragt würde, hier, worauf bin ich stolz, auf sowas bin ich total stolz, dass es so gelingt. Ja. Und das hier. Ja, das jetzt so, kommen wir endlich zu der Gans. Die Gans, ja. Ja, Erich Böhme hat, als ich dann bei Talk im Turm nach einem Jahr ausstieg, wirklich, also hartes Jahr, hat er irgendwann mal in der Zeitung gesagt, also das hätte ja nicht gut gehen können, eine junge Gans und der alte Esel. Ja. Und das wurde immer so gesagt, so, du findest es nicht beleidigend, dann nennt dich eine Gans. Er sich ja selber als Esel. Genau, und dann kam aber viele Jahre später, wir waren ja wirklich befreundet. Mhm. Und ich mochte den Kerl echt gerne. Also als Kollege nicht meine, wirklich nicht, aber als Freund war der großartig. Und irgendwann mal dann, der hatte ein Haus in Périgord. Im Périgord. Ja. Und da hat er mir diese Gans gegeben und die hatte damals einen noch sehr grünen Lorbeerkranz und hat gesagt, er müsse sich bei mir entschuldigen, denn ich hätte sozusagen alle Lorbeeren verdient dieser Welt.
weil ich meine Sache wirklich gut mache. Und das sei ihm früher nicht aufgefallen. Ah, ja, okay. Dann habe ich mir gedacht, okay, die Gans, die nehme ich. Ja, super. Das ist natürlich so meine, toll. So, also weil dir gesagt hat, nee, bring doch Preise mit. Und ich dachte, ja, das ist der größte, das ist natürlich das ist der beste Preis. Das ist ein Preis, den, ja, ich, genau, den ich wirklich richtig gern habe. Also für die jüngeren Menschen, die das vielleicht nicht mehr so erinnern können, muss man das vielleicht noch mal kurz sagen, dass Talk im Turm eben ein Format war, das auch damals das die Form sehr wir verändert hat. Wir haben den Sonntagabend in der Politik erfunden. Genau. Ihr habt den vor Christiansen war das, ja, auf Sat 1, ja. Genau, und das war irgendwie auch sehr tumultartig an vielen Punkten. Ja, das ist 90er Jahre. Genau, es war so 90er-Jahre-Fernsehen. Das hatte auch eine Werbeunterbrechung, in der man sich offensichtlich noch mal neu munitionieren und ausjustieren konnte. Boah. Und das Problem war damals eben... Ich war 23, er war 60. Ja, das, so kann man das Problem zusammenfassen. Das Problem. Also, er war Spiegel-Chefredakteur gewesen und ich war so... Er hatte einfach recht. Ich war eine junge Gans. Ich war wirklich ziemlich unbeleckt und sollte eben fürs junge Publikum diese Fernsehsendung eben mitmoderieren mit dem Silberrücken, ja. Und es hat einfach null funktioniert. Und es war trotzdem sehr, sehr lehrreich dieses Jahr und eine Freundschaft ist daraus entstanden und das ist mein Abschluss dafür. Ja, also ich denke sicher für dich, also sozusagen ist das praktisch so ein Bootcamp gewesen. Bootcamp, ja. Ja, also so eine harte Nummer. Ja, das stimmt. Aber vielleicht steckt ja auch dahinter, also für mich ist es auch mal ein Beispiel für das Missverständnis, zu glauben, wenn man das junge Publikum hat, dann setzt man da eben so eine junge genau, Journalistin hin. Du hast das ja auch nicht schlecht gemacht, du hast ja vorher auch den Schlachthof gemacht. Ja, aber da war es eine junge Sendung mit jungen Leuten für junge Leute. Genau, also das ist sozusagen, anders, das war vielleicht auch irgendwie Teil des Problems. Wir reden ja auch jetzt von einer älter werdenden ARD und das ist dann eben die Frage, ob wenn man dann sozusagen Gesicht austauscht. Ich weiß, dass du nicht über Kollegen redest, aber mir fällt jetzt auch Louis Klamroth ein, der jetzt in die Stiefel sozusagen von Hart, aber fair eintritt, ob das sozusagen damit reicht, ist eben natürlich auch eine Also Frage, wir, ne? Wir haben ja, meine Sendung haben wir ja komplett radikal verändert aus diesem Stuhlkreis in eben eine Version, wo man Tresen. Einzelgespräche machen kann, wo man zwei Menschen zuhört, wo man eben eine Meinungs, wir nennen es ein bisschen Presseclub auf Speed, weil wir einfach schneller sind, pointierter sein wollen. Ich hatte mir notiert, Frühshoppen. Also ja, nee, aber Frühshoppen, ich meine, das war nun wirklich eine bräsige Veranstaltung, da wurde geraucht und getrunken und das wurde immer lang. Langsamer. Und das, was wir machen, soll ja schnell sein auch. Es soll einfach in der Uhrzeit dann auch nochmal an einem Tag sagen, hey, wie kann man, was ist passiert und wie denken wir darüber? Mhm. Und ich, also das ist eine, ich glaube eben, dass man Formate auch immer wieder einfach neu denken muss. Also deswegen, also Louis Klamroth macht das, was Frank Plasberg gemacht hat und es ist ein glänzendes Format. Ich möchte das nicht beurteilen, aber es ist natürlich trotzdem, wie du so, du hast vorher gesagt, das ist ein Korsett, da muss man reinpassen. Mhm. Das kann wirklich sehr gut gehen und ich mag Louis Klamroth sehr. Mein Weg war zu sagen, so jetzt sind wir so und so lange auf diesem Platz, kann man diesen Platz nochmal anders denken. Du hast gerade Gott sei Dank das Thema Speed aufgebracht, weil ich da eben nochmal einen letzten Punkt kurz ansprechen wollte. Und zwar eine Sendung, die schon so ein bisschen länger her ist. Alice Weidel und Agnes Strack-Zimmermann sprechen zusammen, sollen zusammen in dem eher Duell als Duett, um jetzt den Anfang nochmal aufzugreifen. Und wir schauen mal ganz kurz rein, wie es gelaufen ist. Oh Gott, ich weiß, worauf du hinaus willst. Darf ich mit Ihnen eine schnelle Runde starten? Ich versuche es mit Ja und Nein, könnten theoretisch alle Fragen beantwortet werden, die ich da Wenn stehen habe. Wenn es so einfach habe. Wäre. Es ist so einfach, natürlich nicht. Sollte Deutschland Kampfpanzer in die Ukraine Nein. liefern? Ja. Sind die Sanktionen gegen Russland bisher ein Erfolg? Nein. Ja. Moment, immer so, eins, zwei, drei. Nein? Ach so. Ja? Bitte. Was haben Sie gesagt? Ja. Nein. Sollten die Deutschen Einschränkungen wegen des Krieges in Kauf nehmen, also die deutschen Bürger? Nein, natürlich nicht. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Braucht es Steuersenkungen in Deutschland zur Abfederung der Belastungen? Nein, wir brauchen keine Steuersenkungen, aber wir brauchen vor allen Dingen keine Steuererhöhungen. Wir brauchen natürlich Steuersenkungen. Sollten die drei restlichen Atomkraftwerke im nächsten Jahr weiterlaufen? Aber natürlich. Ich befürchte, an der Stelle sind wir einer Meinung, ja. 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 Das, war das jetzt gut oder schlecht? Soll ich jetzt meine eigene Sendung bewerten? Das mache ich nicht. Also, nein, lass ich mich aber nicht die, drauf die, Frage, ein, aber. Die Frage ist ja,
Also was sagt mir das? Es geht ja hinterher dann auch in ein Gespräch. War das jetzt so eine Art Warming-up für die beiden? Ja, ich habe das. Wir haben das also nochmal ja auch gemacht bei Kevin Kühnert und Mario Chaya. Manchmal ist es so, wir nehmen aber natürlich. Aber da habt ihr es am Ende gemacht. Ja, also das ist mal so. Mhm. Also aber der eigentliche Sinn und Zweck ist, dass man tatsächlich nochmal ich will jetzt nicht Wahl-O-Mat sagen, aber es gibt natürlich, und die Wahl-O-Maten funktionieren so. Du musst eine Frage stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, sonst funktioniert der Wahl-O-Mat nicht. Und an diesen Fragen ist manchmal aber sehr klar abzulesen, wo stehst du politisch? Und ich finde es manchmal gut, in der kurzen Form eben zu gucken, wo stehst du politisch in mehreren Fragen, die wir aber jetzt nicht ausdiskutieren, weil wir uns auf ein Thema jetzt konzentrieren und man nicht alle Themen in der Sendung lösen kann. Und deswegen, glaube ich, ist das informativ. Dann machen wir das jetzt auch. Okay. Ist ja offensichtlich eine gute Sache, oder? Ja, also als Fragende. Ja. Genau. Ja, also, du weißt ja, dass ich keine Meinung habe, das hat ja Küppersbusch schon gesagt. Ja, genau, das wissen wir ja schon. Also, sitzen in politischen Talkshows immer nur dieselben Gäste? Nein. Braucht eine Talkshow Studiopublikum? Meine ja. Ist der Sonntag nach dem Tatort der beste Sendeplatz für eine politische Talkshow? Eindeutig ja. Sollte die AfD in politischen Talkshows mehr Raum bekommen? Sie hat den Raum, den sie im Parlament sich durch Wähler erarbeitet hat. Also ihr quotiert das? Ist ein Jein. Also eigentlich ist es kein Nein und auch kein Ja, es ist ein Jein. Sollten ARD und ZDF zusammengelegt werden? Nein. Wird es in 10 Jahren noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben? Ich hoffe ja. Wird Sandra Maischberger eines Tages wieder zu den Privaten wechseln? Habe ich jetzt einen Joker? Keine Ahnung, ich habe das nie unterschieden. Also wirklich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, darf man sagen, habe ich bei dir gelernt. Ach so, bei mir gelernt, ja, okay. Muss man Sandra Maischberger in einem Taxi entführen, um sie in eine Unterhaltungsshow zu bekommen? Es ist auf jeden Fall kein schlechter Weg. Aber ich moderiere jetzt den Orden wieder den tierischen Ernst. Okay, vielleicht ist das keine Unterhaltungssendung. Ja. Alle sagen mir, das ist irgendwie sehr, sehr ernst. Genau. Also die letzte Frage spielt ja darauf an, dass du bei Verstehen Sie Spaß warst, bei Barbara Schöneberger und man schon so ein bisschen das Gefühl hatte, dass du da sehr verhaftet worden bist. Aber ich vermute, dass das deine Agentin eingetütet hat, die auch die Agentin von Barbara Schöneberger ist. Sie hat es, aber sie hat ihr noch miteinander? Ja. Ja, sie hat es, also sie sagte, ich sollte zu einer anderen Sendung fahren und sie sagte, egal was passiert, ist für einen guten Zweck. Und dann habe ich, und der gute Zweck war ist der ja natürlich Vincentino. Ja, ja, und das, der gute Zweck hat dann auch Geld bekommen und insofern, ja, aber ich fand das, ich wusste wirklich nicht, was passiert und was man nicht gesehen hat in dem kurzen Ausschnitt, war 45 Minuten in dieser Stadt Berlin unterwegs, die ich recht gut kenne. Das ist wirklich die Strafe. Und ich wusste nach einer Weile, das ist definitiv nicht der richtige Weg. Aber was viel schlimmer war, ich wollte lesen. Und ich kam nicht zum Lesen, weil da immer einer sehr, sehr penetrant immer mit mir geredet hat. Und ich habe alles versucht zu sagen, nee, ich möchte jetzt eigentlich nicht reden. Und normalerweise gelingt mir das. Ich habe dir das sehr bewundert, mit was für einer Ruhe und Gelassenheit du ihm immer wieder versucht hast, klarzumachen, wo du eigentlich hin willst, obwohl du es selber nicht genau wusstest. Ja. Das ist bestimmt noch in der Mediathek. Ich danke dir sehr, dass du heute Abend hierher gekommen bist. Danke für die Möglichkeit, über meinen Beruf zu reden. Das mache ich gern. Ja, vielen Dank und auch für diese vielen Sachen und auch an Sie vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Danke. Fantastisches Publikum. Fantastisches Publikum. Ja, genau. Dankeschön. Also vielen Dank.